Oh, mein Blutdruck ist bei 95 zu 70. Mein Blutdruck ist ganz schön niedrig, wenn ich hier vor der Kamera stehe. Du fragst dich, was man mit dem Blutdruck misst? Es wird gemessen, wie stark das Blut an die Gefäßwand drückt. Wir beobachten in unserem Alltag oftmals den Druck. Die Autoreifen sind mit einem gewissen Druck mit Luft gefüllt und müssen regelmäßig überprüft werden. Ich erkläre dir, was Druck allgemein und der Auflagedruck im Speziellen sind. Erstmal die allgemeine Definition von Druck. Der physikalische Druck gibt an, wie viel Kraft auf eine Fläche wirkt. Wenn die Kraft senkrecht auf die Fläche wirkt, wie hier in der Skizze, dann gilt für den Druck, der Druck P ist gleich die Kraft F geteilt durch die Fläche A. Im Fall einer Gasflasche entsteht der Druck dadurch, dass die einzelnen Gasteilchen an die Gefäßwand stoßen und so eine Druckkraft aufbringen. Die Kraft F, die dabei auf die Fläche wirkt, nennt man auch Druckkraft. Sie besitzt die Einheit Newton. Die Fläche gibt man üblicherweise in Quadratmeter an, weshalb die Einheit des Drucks 1 Newton pro Quadratmeter ist. Zu Ehren des Wissenschaftlers Blaise Pascal wurde diese Größe Pascal genannt. Da 1 Pascal wenig ist, werden Drücke im Alltag in Kilopascal oder in Megapascal angegeben. Allerdings gibt es da auch noch eine andere gebräuchliche Einheit, nämlich Bar. Bei einem Bar handelt es sich um 100.000 Pascal, was in etwa dem atmosphärischen Druck entspricht. Dazu aber mehr im Video zum Schweredruck. Jetzt kennst du die Definition und die Einheiten von Druck. Neben den Drücken in Gasen gibt es auch Drücke in Flüssigkeiten und man unterscheidet zwischen Schweredruck und Auflagedruck. Im ersten Moment hört sich das unterschiedlich an, aber eigentlich unterscheiden sich diese Drücke nur in ihrer Druckkraft, beziehungsweise wovon die Druckkraft ausgeht. Nun nähere Details zum Auflagedruck. Der Auflagedruck gibt an, mit welcher Kraft ein Körper senkrecht auf eine Fläche einwirkt. Mit Hilfe des Auflagedrucks lässt sich zum Beispiel die Funktion von Schneeschuhen erklären. Angenommen, du möchtest eine Schneewanderung machen und läufst nur mit Wanderschuhen durch den Neuschnee. Dann passiert genau sowas. Du sinkst mit deinen Füßen ein. Warum ist das so? Deine Gewichtskraft drückt über die kleine Fläche deines Schuhes auf die Schneedecke. Verwendest du bei deiner Wanderung aber Schneeschuhe, dann vergrößerst du die Fläche A. Dadurch wird der Druck kleiner und der Auflagedruck auf die Schneedecke wird geringer. Darum sinkt man mit Schneeschuhen nicht mehr so tief ein. Es gibt auch Beispiele für gewollt hohe Auflagedrücke. Wenn man zum Beispiel etwas durchstechen möchte, dann nimmt man spitze Gegenstände, die möglichst eine kleine Fläche aufweisen. Mit einer spitzen Nadel kommt man zum Beispiel auch besser durch dickere Stoffe oder Leder als mit einer stumpfen Nadel. Und hier nochmal das Wichtigste zusammengefasst. Druck ist im Allgemeinen definiert als der Quotient aus der Druckkraft und der Fläche. Beim Auflagedruck kommt die Kraft F von einem Körper. In der Regel ist das einfach die Gewichtskraft. Ist die Kraft konstant und man vergrößert die Fläche A, dann sinkt der Auflagedruck. Verkleinert man stattdessen die Fläche A, dann erhöht man den Auflagedruck. Hi! Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und dass wir dir weiterhelfen konnten. Wenn du jetzt noch den Stoff richtig festigen willst, dann schau doch einfach mal auf learnatech.de vorbei. Dort findest du zu jedem unserer Videos passende interaktive Übungen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Und wenn du dann das Gelernte überprüfen willst, dann haben wir echte Klassenarbeiten von richtigen Lehrern für dich. Natürlich mitsamt der Musterlösung. Den Link findest du in der Beschreibung unter diesem Video. Also schau einfach mal vorbei auf learnatech.de.